Willkommen zurück zu Mario Maker. Heute gibt es wieder Rätsellevel von Gregkowski, die immer sehr, sehr unterhaltsam sind. Ja, sie sind Kopfnüsse, aber die Lösung ist meistens sehr clever und man lernt fast immer noch was dabei über das Spiel. Ein einsamer Gefangener in staubigen Ketten erwartet das Schicksal der Zeit. Keine Ahnung, was das bedeutet. Keine Ahnung, warum es so lange lädt. Es scheint kein riesiges Level zu sein. Es ist nur mein Internet. Prisoner of War. Kurz und knackig. Toadette ist der Kriegsgefangene. Oh oh. Ich gucke einfach in jedem Level nach Developer Exit, ne? Hier hat es drei Türen, die auf lustige Art und Weise übereinander gestapelt sind. Was hatte ich da für einen kurzen Moment? War das eine Goomba-Maske? Ja, okay. Wäre wahrscheinlich dumm, da runter zu gehen. Ja, wenn ich ein Gefangener bin, dann ist es wahrscheinlich mein Ziel zu entkommen. Nur, wie stelle ich das an? Ich habe erstmal nur zwei Paus. Ich könnte mir auch diese komische Maske da holen. Und die Tür ist wahrscheinlich ein Reset. Das teste ich jetzt direkt mal aus. Obwohl man ja nie ganz... Okay. Man kann sich da nie ganz sicher sein, ob sie zum Rätsel gehören oder nicht. Also, ich will den Schalter umstellen. Das ist mein Ziel. Sonst komme ich überhaupt nicht zu der Fragezeichenbox da oben. Ist natürlich die Frage, wie stellen wir das an? Im ersten Moment denkt man sich, okay, ich hole mir diesen Helm und mach's einfach so. Ha. Tja. Nur ist jetzt hier zu und ich komme da nicht mehr lang. Heißt das nicht, dass ich sowieso diesen On-Off-Schalter irgendwie auf die Entfernung aktivieren müsste? Das funktioniert nicht. Und da unten ist nichts, was mich davon abhält zu sterben. Huh. Letztendlich kommt es ja immer nur darauf an, dass man die Sachen in der richtigen Reihenfolge macht. Nur was ist in diesem Fall die richtige Reihenfolge? Kann ich hier ein Pow reinstellen und das verhindert? Nee, das ist Quatsch. Ne? Die Schalter werden immer umgeschaltet. Die kann man nicht davon abhalten, wie zum Beispiel ein Donut-Block, was wir im letzten Part hatten. Was passiert denn? Ich will es trotzdem mal kurz wissen. Es macht Puff und ist weg. Nicht ganz optimal. Die Kiste da oben kann ich nicht zerstören, weil das geht ja nicht. Aus welchem Grund auch immer. Bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Und ich kann auch nicht einfach hier einmal durchgehen, weil dafür ist dieses Setup. Ne? Ich krieg jetzt die andere Maske und dann wird sie mir vom Kopf gehauen. Ja. Okay. Kann das Pau die Kiste zerstören? Auch nicht. Wofür seid ihr eigentlich überhaupt da? Wie nutzlos kann man denn sein? Das heißt, die Paus können nichts. Das ist ja auch gar nicht so schlecht. Weil das heißt, sie sind nicht dazu da, um sie zu werfen, sondern für irgendwas anderes. Ich habe hier überhaupt keine Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Und ich verliere den Raketenhelm, wenn ich gegen die Wand fahre. Fliege, besser gesagt. Kann ich? Oh, Moment. Ich will mal was versuchen. Man kann ja einen Schalter auch aktivieren, wenn man einen Long Jump dagegen macht. Und das funktioniert in diesem Fall. Okay. Kann ich auch einen Long Jump machen, während ich den Helm auf habe? Ich meine nämlich fast nicht. Oh, doch, kann ich. Dann kannst nur die Goomba-Maske nicht. Okay. Das heißt, ich stapel die beiden Dinger hier hin. Hol mir die Rakete. Flieg hier rüber. Longjumpe gegen den Schalter, damit ich das nach wie vor noch habe. Das ist es nicht gewesen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Kiste da oben müsste halt noch irgendwie aus dem Weg, ne? Aber die geht durch nichts kaputt. Nicht mal durch Explosionen. Der rote Block hier ist wahrscheinlich nur dazu da, damit ich jetzt nicht nochmal einen Longjump machen kann. Ne?
Da würde das nicht vielleicht sogar reichen? Ich wüsste nur nicht, was ich davon habe. Es reicht! Es ist eine Pau-Vernichtungsmaschine. Woran ist es denn jetzt kaputt gegangen? Es muss irgendeine komische Interaktion geben, die keinen Sinn ergibt, aber irgendwie doch. Was zum Beispiel, wenn ich mit dem Raketending gegen das Pau fliege? Das zerstört die Kiste! Siehst du, das habe ich gemeint. Nur jetzt ist da oben nicht offen. Ich hätte unten durchfliegen müssen. Also nochmal umschalten und dann unten durchfliegen. Okay. Ich mach zu. Flieg hier rüber. Das zerstört die Kiste, warum auch immer. Oder liegt das daran, dass ich daran vorbei... Ich weiß es nicht genau, ey. Wie gesagt, das ist einfach Mario Maker. Crash Landing. Was nach oben geht, muss auch wieder runterkommen. Low-Budget-Puzzle. Was bedeutet das? Vielleicht, dass wenig Elemente verbaut wurden? Oder nur die nötigsten. Ein sehr effizient gestaltetes Level. Erreiche das Ziel als Stachy Toadette. Mhm. Total merkwürdig, ein Rätsellevel mit dieser Musik. Okay. Hui. So, das killt den Mann schon. Jetzt kommt da wahrscheinlich der Stachelhelm raus. Nein, tut er nicht. Wofür habe ich denn das dann gemacht? Einfach, damit ich da jetzt hoch kann? Brrrr. Vermutlich. Da ist der Stachelhelm. Das sah komisch aus. Aber ich krieg die zurück, oder wie? Ja? Ich weiß auch nicht, ob ich ihn aufziehen darf. Ich will erstmal... Was will ich denn? Irgendwie ist der mir im Weg. Moment, ich will als erstes einen Dive machen. Genau das will ich. Nicht so? Das war weniger intelligent. Ha. Komme ich hier eigentlich nochmal zurück? Gut. Muss ich mich schon nicht umbringen? Der Mancha ist zurück. Das wird nachher ein Problem, wenn ich da wieder rauskomme. Ach nein, ich habe ja... Theoretisch habe ich ja dann den Stachelhelm. Okay. Wie kann ich es verhindern, dass der Oder kann ich... Ich kann keinen Dive machen, oder? Während ich das Ding aufhabe. Das wäre zu einfach. Weil ich brauche ja den Helm. Ja, ich brauche den Helm, damit ich den Schalter aktivieren kann. Deswegen darf ich ihn jetzt noch nicht aufsetzen. Aber könnte ich ihn nicht einfach in die Klaue legen? Ich weiß nicht. Manchmal sind Grykowskis Level super easy. Es kommt halt da immer drauf an, ob man sie direkt durchschaut oder nicht. Ne? Das ist natürlich schon der entscheidende Faktor. Also, ja, diese Feder ist sehr, sehr unpraktisch jetzt hier. No! Ah, danke. Jetzt ist er geschützt vor der Explosion, die ich hier verursache. No! Wieso ist das Mario Maker Cape so anders als das Mario World Cape? Ich komme damit nicht zurecht. Nicht, dass ich mit dem Mario World Cape zurechtkäme. So, jetzt kann ich den Helm holen. Und da reinwerfen. Dabei geht er allerdings kaputt. Das ist nicht optimal. Egal, der Schalter ist auf jeden Fall mal umgestellt. Das ist nicht verkehrt. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Sofort. Oh Gott, Momentum, ey. Jetzt gehe ich hier wieder zurück. Moment, ist der Schalter wieder umgestellt worden? Oh, dieser Sack. Und es geht noch nicht mal, weil da ist eine semi-solide Plattform in Form eines wunderschönen Regenbogens. Okay, das ist nicht die Lösung. Wie machen wir das? Stattdessen. Ich glaube, der Ansatz ist nicht schlecht. Weil irgendwie muss ja der Helm überleben. Das ist schon mal gut. Please. Okay. Das ist kein Fallender.
kann da nicht durch. Und ich habe nur einen Helm. Ah, nee. Ich meine, das Problem, letztendlich das einzige Problem, das ich habe, ist, dass ich hier nicht fliegen kann, ne? Wenn ich da hochfliegen könnte. Ja, geht aber nicht. Ich kann den Anlauf nicht in die andere Richtung mitnehmen. Ich meine, das Einzige, es ist nur ein Problem, das ich überwinden muss. Und das ist, wie aktiviere ich diesen Schalter, ohne dabei den Helm kaputt zu machen. Ist das so schwierig? Hey! Ich habe noch eine Big Brain Lösung, aber ich weiß nicht, ob sie funktioniert. Und zwar, wenn man einen Dive macht in ein Hindernis rein, dann hat man ja für einen kurzen Moment Unverwundbarkeit. Man verliert nicht das Cape und man ist kurz unverwundbar. In Super Mario World. Ist das hier auch so? Yes, das ist es! Aber hallo! Wie cool, ey! Und jetzt habe ich den Helm und kann abhauen. Bingo! Ey. Super clever. Yoshi und der Riesenpfirsich. Das klingt interessant. Das Thumbnail ist cool. Und ich soll den Wurm aus der Frucht rausholen, mit der Yoshi einen Preis gewonnen hat. Was für ein Preis denn? Hat er den selber gezüchtet? Erreiche das Ziel auf Yoshi. Da ist er! Der Riesenpfirsich. Jack und der Riesenpfirsich. Oder James und der Riesenpfirsich? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Das war so ein Animationsfilm. Ich will da hoch. Ich will wissen, was da ist. Nein! Toadette! Riesenschädel! Die ist das eigentliche Problem, nicht der Wurm. Natürlich. Natürlich gibt's dafür überhaupt nichts. Hat der Pfirsich Räder? Zum Abtransportieren. Wie die alten Ägypter ihre Steine gezogen haben. So, da ist Yoshi. Die Zielbedingung liegt auf dem Tablett. Der Wiggler hat einen Schlüssel offenbar. Und das hier zeigt normalerweise an, dass da Blöcke sind. Ranken allerdings. Mhm. Die gehen also weg. Wieder. Wenn ich durch die Tür gehe. Gut. Ich möchte mal hier so ein Ball. Danke. Denn damit kann ich im ersten Moment überhaupt nichts anfangen. Hm. Der ist bestimmt für den Schalter. Aber wie komme ich da hoch? Was kann ich jetzt überhaupt machen? Hier kriege ich Yoshi nicht hoch, um das Trampolin rauszuschlecken? Nein. Aber vielleicht kann ich ja von der Kugel abspringen. Ist das eine Sache, die man machen kann? Ja! Mario Maker ist eigentlich voll das coole Spiel, ne? Man vergisst das nur ab und zu mal, wenn man zu viele komische Level spielt. So, das ist das Trampolin. Und mit dem komme ich jetzt hier wieder hoch. Mhm. Yes. Ich kann mich allerdings nicht ducken. Das heißt, ich komme da nicht durch. Ja, das bringt nichts. Ich habe ja unendlich allerdings. Das heißt, ich kann ein bisschen experimentieren. Wie könnte ich diesen Schalter da aktivieren? Möglicherweise, ich habe eine Idee. Achtung. Uah, Yoshi hat seine Gleitfunktion aktiviert. Irgendwie so, oder? Dass diese Stachelkugel jetzt da oben... Aber dann ist sie immer noch in die falsche Richtung unterwegs. Und sie zerplatzt an der Wand. Das ist gar nicht gut. Gib das her! Ah. Wie muss ich das machen, damit das funktioniert? Der wirft ja zwei oder mehrere Kugeln. Das heißt, ich könnte eine im Mund haben und die andere geht hier hin und her. Habe ich davon irgendwas?
Ich meine, das ist schon mal nicht schlecht für den nächsten Schritt, weil sobald ich den Schalter aktiviere, kriege ich keine Kugel mehr. Also ist das nicht verkehrt, dass ich mir da schon mal eine in diese Kuhle lege. In die coole Kuhle. Nur muss ich trotzdem den Schalter aktivieren und ich weiß nicht wie. Folgender Plan. Ich will versuchen, Yoshi treffen zu lassen, damit er da hochrennt. Kriegen wir das hin? Er rennt nur bis da. Das nützt mir nichts, oder? Oh. Mal angenommen, ich hätte ihn bis hierhin verfolgen können. Oder er wäre bis ganz nach oben gegangen. Nur, wie soll ich das anstellen? Oh, das hat nicht gereicht. Warum nicht? Das wäre doch cool gewesen. Wenn Yoshi einmal da oben ist, kann ich hier hin, kann den Schalter umstellen und dann hält mich nichts mehr auf. Oder? Es hängt wirklich nur an diesem Schalter, Mann. Ha! Das funktioniert. Okay, dann habe ich's doch, oder? Ah, da, okay. Ich dachte gerade, ich stecke hier fest. Jetzt ist diese Kugel die einzige Möglichkeit, den Wiggler zu killen. Das Trampolin habe ich auch noch. Yes! Der Wurm ist allerdings immer noch im Riesenpfirsich. Ich habe mein Ziel nicht erfüllt. Naja, jetzt ist er weg. Der dreidimensionale Schneeball. Sehr hübsch sieht das aus. Hinweise in der Röhre. Okay, wenn Grykowski Hinweise in seine Level einbaut, dann sind es normalerweise richtig harte Rätsel. Aber ich versuche es erstmal ohne. Hübsches Haus. Diesmal kein Pfirsich. Es schneit sogar. Bisschen Abkühlung in den heißen Sommertagen. Das ist schon wieder so ein werfender Typi. Diesmal kann es allerdings keinen Yoshi geben. Sehr viel auf dem Bildschirm. Was kann ich denn machen? Wie immer, gar nicht mal so viel. Immer so ein Schneeball. Der noch nicht sonderlich dreidimensional aussieht im Moment. Au! Ha! Kann es sein, dass das vielleicht nicht so optimal war? Was ist mit der Röhre da oben? Ach so, die Röhre sind Hinweise, stimmt, hat er gesagt. Noch nicht, noch nicht. Ich werf jetzt mal das Pau. Das ist schlecht. Jetzt komme ich nicht mal mehr durch die Schlüsseltür, selbst wenn ich den Schlüssel hätte. Ist auch witzig, dass der Schlüssel direkt bei der Tür ist. Was hat das zu bedeuten? Au. Kann man auf die Schneebälle draufstehen, wenn man sie einmal still hinlegt? Nein. Nur mit dem SMB2-Kostüm. Ich denke mal irgendwie, dass das Pau hier drauf soll, damit es zusammen mit dem Schalter aktiviert wird. Und was ich ansonsten mache, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hier ist vermutlich ein Kaizo-Block. Genau. Das bedeutet, in dem Block hier müsste nochmal eine Ranke drin sein, damit ich da dran vorbeikomme. Und das Pau, eigentlich darf ich das Pau zu keinem Zeitpunkt aktivieren, deswegen verwirrt mich das ein bisschen. Wofür ist denn das dann da? Oh no. Kann ich mir mehrere Schneebälle anhäufen und den Typ dann killen? Zwei wirft er allerdings nur. Okay. Nee, so nicht. Mein erstes Ziel ist es jetzt, diesen Schalter da hinten zu aktivieren. Ne? Das ist mein erstes Ziel. Das will ich jetzt erstmal schaffen. Und dann gucken wir weiter.
falls das eine Sackgasse sein sollte. Bestimmt hat es was damit zu tun, dass man sich hier zwei Schneebälle holen kann. Kann mir nicht vorstellen, dass das nicht wichtig ist. Ich kann Sachen nicht nach oben werfen in SMB 3. Ah, wenn der einfach mal da reingehen würde, ey. Dann wäre doch alles gut. Dann würde er wegen der Schräge anfangen zu rollen. Meister, alles war in Ordnung. Kermit der Frosch wäre super glücklich. Oder wird der Schneeball sowieso aufgefangen? Nein, er geht kaputt. Das ist doch... Das ist doch das Problem. Die Klaue einmal ihren Job machen soll, tut sie es nicht. Boah, das kann es ja wohl kaum sein. Kann ich den jetzt nicht mal mehr aktivieren? Dann hat es sowieso keinen Sinn. Okay, dann ist das nicht. Nee. Da von der Seite bin ich... Ich komme nicht nah genug dran, damit die das nochmal fallen lässt. Bestimmt. Okay. Pass auf. Ah. So, ich kriege das Power nicht darüber. No. Warum nicht? Ich kann gar nichts machen. Wirklich. Ich kann in diesem Raum überhaupt gar nichts machen. Ich frage mich wirklich, was hier der Ansatz der Lösung ist. Natürlich muss dreidimensionaler Schneeball irgendein Hinweis sein auf die Lösung, aber inwiefern? Ich kann's mir nicht vorstellen. Was, wenn ich so einen Schneeball mit zurücknehme auf die andere Seite? Habe ich davon irgendwas? Ich meine, die Schräge hier zum Beispiel, ist die absichtlich hier platziert? Ach so. Ja, natürlich. Weil mit Hilfe dem, weil der jetzt wieder in Bewegung versetzt ist, kann ich das Power mit hier hochnehmen. Das ist ein guter Ansatz. Das ist auf jeden Fall ein Ansatz. Ja, ja, stress mich nicht. Ich will mal probieren, einen Schneeball in die Klaue zu werfen und dann das Pau von oben drauf. Okay. Nein! Come on! Geht das überhaupt? Es geht gar nicht, oder? Ich weiß auch gar nicht, ob ich den Typ wieder... Ich muss ihn doch killen, weil letztendlich... Letztendlich will ich, dass da ein Schneeball reinfällt und bis zu dem Schalter da hinten rollt. Das muss es doch irgendwie sein. Ne, ich glaube, ich muss mir mal den Hinweis abholen. Vielleicht ist er ja gestaffelt. Hints. Okay, Hinweis 1. Was ist Hinweis 1? Wenn der von einem Schalter runterfällt, hat er keine Hitbox und killt damit den Gegner nicht? Okay, das ist gut zu wissen, aber ich habe gar nicht gesehen, dass da überhaupt ein Schalter ist an der Stelle, also ein Schalterblock. Da ist auch keiner. Da ist auch keiner. Hier an der Stelle. Okay, ich war nicht 100% blind. Was will er mir denn dann damit sagen? Ich mach den mal kurz kaputt. Dann habe ich auf der anderen Seite wieder zwei. Ist ja nur, um das Powder hochzubringen. Ich weiß nicht, was er mir damit sagen wollte. Ich meine, letztendlich kommt es drauf an, dass
ich den Schneeball nicht werf, oder? Sondern dass der halt von alleine auf den Gegner fällt. Okay, dann habe ich vielleicht eine Idee. Und zwar... Ihr seht, was ich vorhabe, oder? Oder kann ich den einfach... Ah, ich kann ihn nicht wegstoßen. Ey, wenn es das ist, ist es aber super fummelig. Das funktioniert! Wie cool. So, das schalte den Schalter um. Und da hätte jetzt noch das Pow drauf liegen müssen. Ja, weil, genau. Wenn der nämlich nicht von einem selber, also wenn man das Pow selber wirft, dann ist immer der ganze Screen gegen die Gegner kaputt. Aber wenn er passiv aktiviert wird, also durch einen Panzer oder durch einen Schalter oder sowas, dann zählen irgendwie die Bildschirmgrenzen anders. Und dann kann es sein, dass nur der Mancher kaputt geht und der andere unter der Tür nicht. Nur, doch, das müsste eigentlich funktionieren. Ich habe genug Zeit, um das Pow dann anschließend dahin zu legen. Okay, das dahin. Den machen wir kaputt. Hoppla. Toadette ist wieder extra grabschi. Ich könnte das eigentlich jetzt schon mal dahin legen. Dann muss ich mich nachher nicht mehr drum kümmern, wenn ich mit zwei Sachen gleichzeitig jongliere. Mhm. So, der rollt ja so langsam dahinter, dass das überhaupt kein Problem ist, das Pow dahin zu bringen. Und das ist es tatsächlich. Seht ihr, wie die Welle, die vom Pow ausgeht, nicht bis zum anderen Mancher reicht? Und deswegen geht er nicht kaputt. Ha! Jetzt kann ich sogar selbst hier oben rumgehen. Ha! Ich bin in der dritten Dimension! Ach so, warte, jetzt ist da der Schalter zu. No! Da muss ich noch irgendwie einen Zwischenschritt finden. Ich muss den Schalter nochmal aktivieren. Aber dann wäre ja da hinten wieder zu... Ey, wie kompliziert ist das Rätsel? Okay, das ist es nicht. Was fehlt mir? Der geht einfach selbst auf die Reise jetzt. Witzig. Hilft mir nur nichts, weil er von da aus nicht werfen kann. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es jetzt schon verkackt habe, weil ich dazwischen noch was machen muss, oder... Ich habe so überhaupt keinen Plan. Was bringt's mir, den hier freizulassen? Er hätte es fast geschafft. Wenn er ihn nicht instant wieder selbst zerstören wird. Was, wenn ich den Schneeball jetzt schon da reinbringen würde? Und dann müsste ich ihn hinterher einfach nur noch fallen lassen. Das geht, oder? Problem ist, ich komme hier nicht hoch. Es wäre ein bisschen komisch, aber es ist theoretisch machbar. Ja. Bin mir nicht sicher, ob das der gewollte Weg ist, weil das ist sehr, sehr fummelig. Aber es haut auf jeden Fall hin, weil jetzt wird der Schalter nochmal umgestellt und die Ranke kann da durchwachsen. Yep. Und wenn jetzt nichts mehr kommt, dann funktioniert's so. Yes! Moment. Was ist das? Ach so. Hier kann man das Spielchen nochmal... Oh. Das ist jetzt aber schade. Kriege ich das nochmal da raus? Nee, oder? Dang it!
Ich habe meine Belohnung verkackt. Egal, aber das Rätsel ist gelöst. Das war echt hart, Mann. Puh. Hier ist noch ein super kurzes Level. 1800 Plummer. Der öffentliche Swimmingpool ist geschlossen. Bis auf weiteres. Revamped. What? Ist tatsächlich weg. Muss er direkt jetzt gerade gelöscht haben, während ich mit den anderen Leveln beschäftigt war. War wahrscheinlich ein Fehler drin. Naja, vielleicht ist es irgendwann wieder da. Dann gucke ich es mir an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet es auch interessant. Ich finde es immer super interessant, diese Rätsel. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.